Wir begrüßen alle recht herzlich zur heutigen Medienkonferenz. Wir haben es gehört, denn heute leider das letzte Mal mit Jan. Aber ja, du weißt, kannst gerne so wieder mal reinhocken, wenn mal etwas ist, kein Problem. Meldest dich einfach. Ja, vom Spiel dann am Sonntag gegen den FC Lausanne-Spach, Runde 24 in der Challenge League. Infos von mir vorneweg gibt es keine. Darum schauen wir bereits voraus auf die Personalsituation. Gesperrt ist der Niki Hasler, seiner vierten Gelbe, die er geholt hat im letzten Spiel. Gefördert haben wir gerade ein paar, das ist der Cicek, Dobras, Fehr, Gajic, Gasser, Isik und Cemaili. Und verletzt haben wir weiterhin Rahimi und Lüchinger. Und fraglich sind noch der Team Ferinen, Jolice und der Dejan Čokić. Das zu dem. Ja, Stogi, starten wir mit dir. Erste Woche als neuer Cheftrainer vom FC Lutz. Halbe Woche, sage ich jetzt einmal. Wie war es? Wie ist die erste Trainingswoche verlaufen für dich? Also Fußball ist super gewesen. Die Mannschaft hat das super umgesetzt, super aufgenommen in den Zeiten, wo nicht immer alles einfach ist. So ist es für mich sehr hektisch gewesen. Aber es ist normal, es gehört dazu. Aber wie gesagt, es ist ja nicht so, dass ich das Stadion, die Leute und die Umgebung nicht kenne. Und deswegen ist alles gut. Jetzt ja, geht es richtig Spiel. Und jetzt, eben, wie gesagt, schauen, Kader, Aufstellung dann. Jetzt momentan noch ein Video. Eigentlich alles ganz normal, aber wie gesagt, wenn es das erste Mal ist, ist es immer natürlich speziell. Und ich freue mich extrem drauf und ja, die Vorfreude ist riesengroß und die Mannschaft merkt selber da, dass jetzt ja, etwas vorwärts gehen muss, vorwärts gehen sollte. Und dementsprechend haben sie auch trainiert, also richtig gut. Ja, Milan am Sonntag gegen Lausanne. Lausanne optimal in der Rückrunde gestartet, noch nie verloren bis jetzt. Was hast du das Gefühl, was braucht es von unserer Seite, dass wir sie am Sonntag können schlagen können? Ja, nicht speziell. Ich glaube, in dieser Liga kann jeder gegen jeden gewinnen. Wir müssen auf uns schauen, defensiv kompakt stehen und ich glaube, wir sind in Lage, dort Punkte zu holen. Hoffentlich alle drei. Gut, danke, Herr Weidner. Bitte schön. Ich glaube, selbstverständlich hast du Vorrecht. Wir haben ja schon darüber gesprochen, über Sand natürlich, beste Abwehr in der Liga, bei euch Sturm, ein bisschen Probleme. Ja, wie geht man das dann an? Wie will man die knacken auch? Also knacken nochmal, ich möchte immer wieder betonen, die Mannschaft funktioniert, die Mannschaft hat Qualität. Sie hat im Moment nicht Selbstvertrauen, sie hat nicht die Erfolgserlebnisse gehabt. Man muss, wie der Milan gesehen hat, man muss jetzt nicht das Rad neu erfinden, man muss nicht irgendwie probieren, etwas Spezielles aus dem Hut zu haben. Ich glaube, es wäre ein Fehler. Fakt ist, dass jeder Spieler sich selber die ein paar Prozent vielleicht drauf geben muss und man redet immer, ja, man soll alles geben, ja, aber ein paar Prozent mehr und ich glaube, dann kommen wir wieder in eine Situation, wo man dem Gegner Veto kann und ja, auch Lausanne hat ihre Probleme, egal gegen welche Mannschaft, aber faktisch auch, sie haben die Serie gestohlen, sie haben wirklich gute Spiele gemacht, sie sind mit einem breiten Kader, der große Qualität hat, aber auch sie haben gemerkt, auch in der Vorrunde, dass kein Selbstläufer ist, so ein avisierter Aufstieg. Und deswegen, ja, der Druck liegt komplett bei Ihnen. Die Situation bei uns ist jetzt ein Stück weit neu. Mit mir und das eine oder andere, auch personell wird sich vielleicht auch ändern am Sonntag. Deswegen ja, sind wir vielleicht auch die dann in einer besseren Position sind, wenn das Spiel wirklich auch auf unserer Seite laufen sollte. Du sprichst über das fehlende Selbstvertrauen. Was kann man als Trainer machen, zwei, drei Tage im Amt, um dort irgendetwas zu bewirken? Ja, wie man so im Fußball hat, gell, ein Trainerwechsel an sich hat schon irgendeinen Effekt, vielleicht rein schon nur von der anderen Ansprache, andere Person, andere Namen. Fakt ist aber auch, dass nochmal, ich bin extrem positiv, das bin ich immer und zuversichtlich und das wird der Mannschaft auch weitergeben, wird das ausstrahlen und nicht einfach nur so, sondern das bin ich auch, ich bin völlig überzeugt von dem und klar, die Situation ist so, wir sind auf dem Platz, aber wie gesagt, man muss sich nicht nur immer nach hinten orientieren, sondern wirklich und vorne orientieren heisst nicht, dass wir jetzt aufsteigen wollen, aber es heisst, aber wir wollen Punkte holen, wenn wir Punkte holen, kommen einen Schritt vorwärts. Und das ist unser Ziel. Und deswegen, Lausanne ist der erste Schritt, dann kommt die nächste. Und der FC Lutz muss wieder dort herkommen, dass wir wieder sagen, okay, jede Mannschaft, die da herkommt oder die uns zu Gast hat, muss sich etwas überlegen, zum Schlagen. Milan, wie ist es für dich? Du hast gerade auch genickt, wie der Stocki gesagt hat, Selbstvertrauen musst du, also ein Trainerwechsel bringt viel. Du hast ja in der Karriere auch schon ein paar Trainerwechsel erlebt. Wie ist es dann? Ja, schon ein paar erlebt, aber der Trainer hat gesagt, ja, ich glaube, es nur das neue Trainer ist gekommen. Manchmal muss ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben. Und ja, ich glaube, dass wir sehen, so eine Mannschaft, die präsent ist, dann Sonntag los.
Wie fit bist du? Rücken so? Ja, jetzt zwei, drei letzte Tage habe ich gar nichts Rücken gemerkt mehr und ich hoffe, ich bleibe so. Lausanne, wo siehst du Qualitäten? Viele Punkte. Also nochmal, sie haben eine physische Mannschaft, sie haben mit Custodio, sie haben mit Gaudino, mit Sanchez. Sie haben viele Spieler, die wirklich hohe Qualität haben. Sie können mit viel Drive probieren, sie Spieler von hinten überlaufen, in die Tiefe zu gehen. Das sind alles Punkte, aber ja, hohe Vergangenheit. Egal, ob das jetzt in Lausanne siehst oder auswärts, es hat immer eine Mannschaft gegeben, wo sie vor Problemen gestellt haben. Und ja, es ist schon eine Mannschaft, die natürlich auch vom Trainer lebt und von seinen Emotionen vom Lüder. Und nochmal, wenn wir kompakt sind, wenn wir ein nerviger FC Verdot sind, wo sie vor mehr Problemen stellt, wo sie vielleicht aktuell vielleicht denken, dann verlieren sie vielleicht dort Nerven. Und nochmal, ich will das betonen, wir haben mehr als nur Qualität, um den Tunnel mit vielen Spielern offensiv wie defensiv zum Bestehen, aber auch zum Gewinnen. Es geht nicht darum, zum einfach nur überleben, das wäre falsch, sondern effektiv auch zum der Spieler so ausrichten, dass man sieht, okay, wir haben vielleicht 10, 12 Chancen, aber die Chancen, die wir haben, sind wir vor allem gefährlich, nützen wir und dann ihnen so Probleme bereiten, dass man da mit Punkten wieder zurückkommt. Habt ihr euch irgendwie oder bereitet noch die Mannschaft was vor? Was mir auffällt, ist, dass sie sehr viele Standardtore macht, natürlich Schweizer, gute Ecken, Freistöße, Schießkämpfer. Von hier gibt es da nochmal spezielle Schulungen dafür? Oder? Also wir haben jetzt noch mit dem Video, die Standards sind sehr ein großes Thema, weil es einfach zur Vergangenheit immer das Spiel gewesen ist, muss ich durch das Vorsprung oder ausklären haben. Ja, sie haben eine große Mannschaft, sie haben eine physische Mannschaft, sie haben mit Schweizer, mit Custodio, mit Gaudino den Spieler, die natürlich sehr gut die Standards haben. Ja, aber wie gesagt, für mich Standard immer schon als Spieler selber, manndeckig, raumdeckig, es geht ums 1-1 gewinnen wollen. Und jetzt, wenn wir jetzt zusammen das letzte Spiel hernehmen, ja, es hat der Standard, der Position, ist nicht gelegen. Es ist auf jeder Spieler einzeln. Und das ist kein Vorwurf für jeden einzelnen Spieler, sondern einfach der Wille haben, den Zweikampf zu gewinnen wollen oder den Eckball zu klären wollen. Und das ist für mich so und so. Und trainieren ja, wir würden uns den Standard anschauen. Aber im Endeffekt ist es nicht etwas, wo man sagen kann, man kann es durch zigtausend Stunden Training, man kann besser werden, ja. Aber in dem Moment muss man einfach am Mann sein. Gibt es vielleicht beim Ablauf, wenn man so ein Spiel hat, auswärts, Lausanne, gibt es verschiedene Möglichkeiten, Anreisetag vorher, Hotel etc. So jetzt eine Veränderung jetzt im Vergleich zu den letzten Wochen, Monaten? Nein, die Mannschaft hat den Rhythmus, die Mannschaft findet den Rhythmus gut. Ich selber da, also für mich passt so. Und das Thema früher Anreisen, anderes Restaurant, andere Säcke anlegen, das ist für mich nicht ausschlaggebend. Ich glaube, dass wir haben mit Franz auch geredet, dass die Frau nicht schon Spiele, wo man irgendwie im Stau gestanden ist und keine Ahnung, im Bus hat man essen und machen, auf einmal macht man einen riesen Match. Es spielt sich wirklich viel im Kopf ab. Klar, man hat jetzt genug Zeit zum Überleben im Bus nach Lausanne, man muss sich dort die richtigen Gedanken machen und das ist für mich entscheidend. Und nachher, ob man jetzt ein anderes Auto nimmt, einen Tag vor, ich finde sogar, ich persönlich, einen Tag vor anreisen, in vielen Fällen ist, ja, du hockst im Hotel und dann. Fremdes Bett, fremde Umgebung. Ich glaube, später sollen sich wohlfühlen. Und Viel Zeit, ja. Es ist meistens sowieso. Und es spielt sich im Kopf ab. Ich glaube, dass das Spiel am Sonntag jetzt und bis dorthin viel im Kopf abgespielt wird. Und ja, Kunststraße los, mein Gott, das kann man gerne groß thematisieren. Sie wollen auf, sie mühen auf. Der FC Verdot hat jetzt eine Phase durchgemacht. Wir haben eine Phase durchgemacht, die nicht so einfach ist. Aber jetzt haben wir alle. Das ist das Schöne, vom letzten Sonntag zu ihm, zu heute, hat sich so viel getan, so viel geändert, dass man vielleicht am Sonntagabend im Bus hineinhocken und sagen kann, ja, jetzt haben wir den ersten Schritt gemacht. Vielleicht noch, Milan, merkst du schon einen Unterschied jetzt mit einem neuen Trainer? Ist dort etwas anders geworden im Training? Oder? Ja, wir haben nicht viel geändert, auch nicht unsere Programm, die wir haben vorher bekommen. Und ist immer noch zu früh zu sagen nach zwei Training, aber ich hoffe, das kommt gut.